ja, vollumfänglich stattfinden kann. Wir sind ja jetzt im Öffnungsprozess. Das ist hier wirklich eine ganz gelungene Sache. Und wir haben auch vor, ich kann das glaube ich sagen, dass wir noch ein paar Sitzbänke hier aufstellen wollen. Ganz wichtig, weil ich glaube. Ja, und weil wir jetzt auch Jetzt am besten ganz schnell, das Schloss kommt jetzt nämlich auch ans Licht. Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserer heutigen feierlichen Eröffnung unserer Aussichtsplattform. Wir sagen ja da noch einiges dazu. Ich habe jetzt keine Teilnehmerliste und begrüße Sie deshalb einfach pauschal. Es freut mich, dass Bürgermeister Gier von der Gemeinde Edertal in der Nationalparkgemeinde Edertal in Personalunion auch Vorsitzender des Fördervereins, und der Förderverein ist auch mit mehreren Personen vertreten. Dann haben wir die Familie Kluthausen, die uns ja sehr eng verbunden ist hier im Wildtierpark, und natürlich speziell an dieser Stelle, und darauf kommen wir dann auch gleich, weil dieses Bauwerk hat ja mehrere Funktionen in einem, und es ist auch, glaube ich, sehr gut gelungen. Es sind auch zwei der beteiligten Baufirmen da, das freut mich auch sehr, und natürlich auch der Architekt Hoffmann, der das Ganze sozusagen verbrochen hat. So, habe ich jetzt jemand vergessen? Außer unseren Leuten natürlich, und die Presse darf ich auch herzlich begrüßen. So, dieser Termin ist ein etwas schwieriger gewesen. Ne? Üblicherweise ist es ja so, dass es beim Bau irgendwelche Verzögerungen gibt und man dann nicht zum Termin kommt und so. Das war aber bei uns gar nicht. Wir waren eigentlich zum Termin fertig, aber es kam Corona dazwischen. Und dann hat man zwei Termine fest eingeplant. Also erst einen, dann den abgesagt und verschoben, dann den anderen, den musste man dann auch absagen. Zu beiden hatte der Staatssekretär Konz vom Umweltministerium zugesagt und wollte die Eröffnung vornehmen. Und beide Male ist es halt nicht gelungen, was natürlich schade ist. Dann war ja der Wildtierpark zu über den Winter, und da machte natürlich eine Eröffnung auch keinen Sinn. Und jetzt haben wir uns ganz spontan entschlossen, und deswegen freut mich, dass so viele Leute auch gekommen sind, ganz spontan entschlossen, das zusammen mit der Eröffnung des Wildtierparks auch am heutigen Tag auch zugleich dieses kleine Gebäude hier seiner Bestimmung zu übergeben. In einem sehr schönen Rahmen. Ja, also wie gesagt, das war so ein bisschen unglücklich. Ich darf aber an dieser Stelle, weil so spontan konnte jetzt natürlich der Staatssekretär nicht kommen, das ist klar, die Grüße überbringen und auch natürlich sein Bedauern, dass er jetzt so schnell da sich nicht frei machen konnte und kommen konnte. Und insofern machen wir das jetzt in diesem Rahmen. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen was zur Geschichte. Hier stand ja, das wissen ja alle, die hier mit dem Gelände irgendwas zu tun hatten, gleich in welcher Funktion. Hier stand ja eine Holzhütte, die, weiß gar nicht, wann die errichtet worden ist. 85 errichtet worden ist, und die natürlich dann in die Jahre kam und so. Und dann kam der Förderverein und hatte so die Idee, wir könnten doch eigentlich ganz was Tolles machen für das 50-jährige Jubiläum des Wildtierparks. Und da ging es so ein bisschen hin und her, da sage ich jetzt nicht näher was dazu. Ja, es gab verschiedene Entwürfe und verschiedene Planungsstadien, bis wir dann eigentlich auf das gekommen sind, so wie es jetzt dasteht. Was in meinen Augen, aber der Architekt würde auch noch ein paar Worte dazu sagen, in meinen Augen eine sehr gelungene Umsetzung des Themas ist. Und die Idee des Architekts in ganz hervorragender Weise umgesetzt. Vielleicht für die, die es nicht so genau wissen, Förderverein hat über 600 Mitglieder, über Jahrzehnte sind wir über das Wir und Ach auch mit dem Wildpark, heute Wildtierpark, verbunden. Und nachdem der Nationalpark die Verwaltung übernommen hat, hat das eine gewisse Dynamik bekommen. Es sind viele Projekte angestoßen worden, barrierefreie Wegebau, der Geierfelsen, wo der Förderverein sich nicht nur finanziell, sondern auch gedanklich mit einbegeben hat. Und das ist schon eine Erfolgsgeschichte. Die Edertaler, aber auch die Region, die nimmt den Wildtierpark hier wahr. Er wird gut besucht. Ich glaube, wir sind
mittlerweile 180.000 Besucher im Jahr. Herr Rönitz nickt so verhalten, ein bisschen drüber halten, dann trifft es genauer, sagt man. Wir sind da sehr froh drüber. Das ist also hier ein wesentlicher Anlaufspunkt für die Gäste aus nah und fern. Und gerade in diesen Zeiten Corona besteht ja das Bedürfnis, sich in der Natur zu bewegen. Ja, wenn ich jetzt mal hier schaue, es sind ein paar Jahre in der Tat her. Das waren so zarte Gedanken, die man mal gehegt hatte. War so eine Fiktion in der Hoffnung, man hat jetzt vielleicht doch Großes vor in Bezug auf das kommende Jubiläum. Und für mich war dieser Platz hier an für sich schon geeignet für so einen Aussichtspunkt. Also wenn es den Wildtierpark hier nicht gäbe, es hätte förmlich danach gerufen, hier etwas zu etablieren, weil der Blick auf die Mauer, auf den Wald, auf das Schloss natürlich, das ist schon einzigartig. Und dass wir das hier zusammen auf den Weg bringen konnten, Synergien nutzen können, das finde ich sehr schön. Und dass es an dieser Stelle ist, wo die Greifvogelschau ist, das toppt es natürlich insbesondere, weil hier natürlich auch immer die Gäste da sind. Und ich glaube, ich habe das eben schon so wahrgenommen, die Aussichtsplattform für sich ist schon ein Hingucker. Da ist auch das Architektonische für verantwortlich. Das finde ich für sehr gelungen. Der Herr Hoffmann wird ja noch mal ein bisschen was zu sagen. Also ich finde, das ist schon ein Hingucker für sich. Das wird, denke ich, in den sozialen Medien auch auftauchen. Aber es ist wirklich so, dass diese Gestaltung hier den Platz aufgewertet hat. Es ist transparent. Man nimmt es wahr und trotzdem transparent. Man hat hier diese offene Seite zum See hin, zur Sperrmauer. Man ist hier erhaben über den steilen Abhang. Das ist eine sehr gelungene Sache. Und uns war wichtig, dass hier wir eine gewisse Größe haben. Denn es kommen ja immer Gruppen auch. Und so eine Art Schaufensterzugang, wo man ellenlange Schlangen hat, das hätte sich hier nicht angeboten. Das ist sehr wichtig, dass man hier in Spitzenzeiten auch den Leuten die Möglichkeit gibt, hier zumindest mal einen kurzen Moment zu verweilen. Ich bin gespannt, wie es angenommen wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es negativ angenommen wird. Also bei aller Liebe nicht.